Diese Schuhe hat schon sein Großvater getragen. Damit rutscht man am Hang nicht ab. Es ist Hochsommer im Bregenzer Wald. Und die Bergbauernfamilie Wirth will das Heu noch vor dem Gewitterregen ins Trockene bringen. Christoph, der älteste Sohn, ist 18 Jahre alt. Er wird die Bergbauerntradition weiterführen. Das Heu wird dringend für den Winter gebraucht. Die ganze Familie hilft mit. Doch der Wetterumschwung kommt noch schneller als erwartet. Regen, schade. Ja, eine Fuhr nehmen wir jetzt einmal mit. Und das andere, es ist jetzt einfach zu nass, da hat es fest geregnet. Hat keinen Sinn mehr. Es ist auch streng, das nasse Zeug ist zu schwer. Schau mal, was der Chef sagt. Was wir jetzt mit dem übrigen Helm. Nein, wir machen da aus der Sache überhaupt keine Hektik, das ist gar nicht so schlimm. Und wir machen jetzt noch was zusammen. Und oben haben wir schöne Wiesen und da tun wir das hinzettern, das ist morgen Abend alles trocken. Wir sind ein hartes Team, oder? Das ist gar nicht schlimm. Mit dem geht's Leben weiter, das macht gar nichts. Der Bergbauer Norbert Wirth freut sich über den Einsatz seiner ganzen Familie. Die Stefanie, die ist der Bürofräulein. Und dann der Christoph ist der Bauer, der läuft da hoch. Und der Thomas, der hilft auch fest mit. Ich muss mich wundern, der ist der Jüngste und er hilft auch kräftig mit. Ja, das ist eine super Frau. Also die ist in aller Situation ist die da, im Stall, im Haus, überall. Also ich bin sehr zufrieden mit der Frau, ich würde sie wieder nehmen. Nach 30 Jahren würde ich sagen, ich will sie wieder. Familie Wirth lebt in Vorarlberg, im Bregenzer Wald, ganz im Westen von Österreich, zwischen Bodensee und Arlberg. Hier leben mehr als 1000 Bergbauernfamilien in einer Landschaft, die sich in den vergangenen Jahrhunderten kaum verändert hat. Denn noch heute betreiben die Bauern meist Milchwirtschaft auf kleinen Höfen und lassen ihre Kühe auf den grünen Wiesen weiden. Das Haus von Familie Wirth steht im Dorf Andelsbuch im Tal. Schicksal in den Bergen, Pech im Tal. Alte Sprichwörter gegen Naturgewalten. Und gegen Kälte und Nässe hilft eine heiße Käsesuppe. Das ist das selbstgemachte Butterschmalz. Das mache ich auf der Alm. Und das, mit dem schmeckt es ein bisschen. Die angedünsteten Zwiebeln gießt Brunhilde mit Weißwein und Hühnerfond auf. Der Weißwein, der passt gut zu Käse. Da gebe ich noch einen Rahm rein, weil das verfeinert die Suppe noch. Gibt einen feinen Geschmack. Den habe ich mit von der Alm runter, dass ich, wenn man fertig ist mit Heuer, dass ich das alles gleich auf dem Tisch habe, weil die Männer, die können nicht so lange warten. Da muss alles gleich schnell auf dem Tisch stehen. Auch der Bergkäse ist aus eigener Herstellung. Brunhilde verwendet einen milden, noch nicht zu lange gereiften Käse, damit die Suppe nicht zu würzig wird. Die Bregenzer Wald Käsesuppe zählt zum kulinarischen Erbe Österreichs und kommt bei den Vorarlberger Bergbauern jede Woche auf den Tisch. Serviert wird sie mit frischem Schnittlauch und gerösteten Weißbrotwürfeln. In der Bauernstube im Tal sitzt die Familie im Sommer nur selten zusammen. Steffi und Thomas sind die meiste Zeit allein im großen Haus. Die Eltern und Christoph leben von Mai bis September mit den Tieren in den Bergen. Nur zur Heuernte oder für wichtige Erledigungen kommen sie ins Dorf herunter. Ja, der ist ganz gut, Thomas. Das ist die Nü, die man da kriegt in der Vorstellung. Die nehmen wir mit. Also Thomas, Pürte, gell? Servus. Servus. Thomas, Pürte, alles gut. Kommt gut ruhe. Hi. Hey, miteinander. Also wir sind ein Drittel vom Jahr sind wir weg. Geht bei uns im Frühling los und im Herbst geht man gern nach Hause und das ist schon wieder ganz anders. Also wir haben eigentlich ein schönes Leben.
Weil das haben andere Leute gar nicht. Wie die meisten Bauern hier im Bregenzer Wald sind die Wirtsalpennomaden. Das ist mittlerweile in Mitteleuropa die Ausnahme. Weil die Weiden im Tal zu klein sind, ziehen sie mit den Tieren in die Berge. Von ihrem Haus in Andelsbuch sind es ca. 40 Minuten Autofahrt. Die meisten bewirtschafteten Almhütten sind in Österreich inzwischen mit dem Geländewagen zu erreichen. Die Alm der Wirts liegt 1150 Meter hoch. Die Familie besitzt 26 Kühe. Im Vorarlberg gilt, pro Hektar Weideland nur eine Kuh, damit die Kühe nur so viel fressen und verdauen, wie das Klima es verträgt. Christoph ist seit seinem zweiten Lebensjahr im Stall und kennt jede Kuh und ihren Charakter. Einige Kühe haben schon Preise gewonnen. Heute wird das Abendessen einfach gepflückt. Es war ein harter Arbeitstag. Trotzdem liegt das Heu noch immer nass auf der Wiese. Als Bergbauern sind sie es gewöhnt, nicht alles beeinflussen zu können. Es gibt gebackene Holunderblüten. Im Österreich heißen sie Hollerstrauben. Brunhilde hat einen Pfannkuchenteig mit einem Schuss dunklen Bier verfeinert. Manchmal verwendet sie auch Weißwein oder Rum. Früher hat man gesagt, wenn man an einem Holunderstrauch vorbeikommt, dann sollte man den Hut heben. So gesund ist der Holunder. Und das ist ein Rezept, schmeckt allen gut und ist sehr einfach und schnell gemacht. Und vom Holunder mache ich auch Sirup. Das trinken die Buben so gern im Sommer. Der Sommer hat gerade erst begonnen im Bregenzer Wald. Das Leben der Bergbauernfamilie wird in den nächsten Monaten bestimmt vom Rhythmus der Natur. Wenn die Sonne hinter den Bergspitzen hervorkommt, ist schon ein Teil der Arbeit auf der Alm getan. Gleich nach dem Aufstehen werden die Kühe gemolken, damit sie auf die Weide können. Am Abend kommt die Kuhherde von selbst wieder zurück in den Stall. Norbert Wirth hat inzwischen mit dem Sennen begonnen. Jeden Tag produziert er einen großen Laib Käse. Nebenbei lehrt er seinen Sohn das Handwerk. Und jetzt mache ich die Probe, ob der Käse fertig ist. Und da tut man mit der Schapfe, nimmt man Käsefisch raus. Und jetzt schauen wir. Hast du gesagt, der bricht schon leichter ab. Also Zeit zum Rausnehmen. Jetzt nehmen wir das große Leinen durch. Jeder Griff sitzt. Es sind die präzisen Bewegungen eines erfahrenen Senners. Fähigkeiten, die seit Generationen weitergegeben werden. Für diesen Sommer arbeiten Sohn und Vater ein letztes Mal zusammen. Christoph wird heute die Alm seiner Eltern verlassen. Er soll zwei Monate ganz allein die Kühe von Verwandten auf einer Hochalpe versorgen. Aber wenn die Molke im Käse bleibt, dann gibt es so Nester im Käse und die werden bitter, oder? Ja, das ist eigentlich ein ganz altes System. Und das alte System ist doch das Beste. Also das drückt immer nach, bis da unter. Wir waren ein Leben lang mit dem Vater auf der Alm und der Mutter. Der Vater hat mir immer erzählt, auf das ist wichtig, das und das ist wichtig. Und dann, da hat man am Anfang nicht so gehorcht. Aber später, wo man älter war, hat man schon mehr gehorcht. Und wenn man es selber machen muss, da ist man dann schon richtig dahinterher. Wenn
Wenn man drehen muss, muss man richtig anpacken. Der Käse wurde rausgenommen, das ist nur die Molke, die ist übrig. Und das wird als Schweinefutter verwendet. Und darum habe ich auch die Alpschwein. Das gibt ein sehr gutes Fleisch. Die Schweine kriegen da Heu dazu. Und ein bisschen Kraftfutter, nicht so viel. Und das gibt ein super Fleisch. Die Molke enthält viel Eiweiß, Vitamine und Mineralien. Mit dem Züchten von Alpschweinen knüpft Norbert Wirth an eine alte Tradition im Bregenzer Wald an. Und für mich sind die Schweine in zweiter Linie sehr wichtig, wegen dem Gülle, wegen dem Mist. Die haben dann Phosphor drin und wir haben auf der Wiese Phosphormangel und das ist sehr wichtig, dass wir den Phosphor mit den Schweinen ausgleichen können. Ich weiß es nicht. Und was es mir geht, dass die Schweine richtig schön haben, dass sie einen Auslauf haben, die haben das schönste Leben bei mir. Und eine grandiose Aussicht. Heute wird etwas Besonderes gekocht, obwohl kein Sonntag ist. Brunhildes Freundin Ute ist auf die Alm gekommen, um zu helfen. Ein Abschiedsessen für Christoph. Super. Schau mal, wie das herrliches Fleisch ist vom letztjährigen Alpschwein. Wunderbares Fleisch, oder? Heute mache ich ein ganz gutes Essen, weil der Christoph das letzte Mal da ist. Neu geht er auf die Alp. Mache ich Wiener Schnitzel und Geschnetzelt. Lieblingsgerichte von Christoph. Und heute muss man nicht heulen und dann kann man mal ein gutes Abschiedsessen machen. Zum Geschnetzelten gibt es frische Champignons aus dem Tal. Zum Anbraten verwendet Brunhilde wieder ihr selbstgemachtes Butterschmalz. Die Schnitzel kommen später dran. Erst einmal müssen die Kartoffeln für das Püree weich gekocht werden. Ja, da muss man richtig planen, weil es ist wirklich knapp mit dem Platz. Und muss man alles ein bisschen planen. Ich bin das gewöhnt und es macht mir eigentlich Spaß. Ich koche eigentlich gern. Vater und Sohn sind gerne draußen in der Natur. Norbert Wirth ist Bergbauer, solange er denken kann. Die Liebe zu den Tieren und zur Landwirtschaft wird seit Generationen weitergegeben. Obwohl die bewirtschafteten Flächen hier in der Gegend klein sind, sehen auch junge Leute eine Zukunft in diesem Beruf. Sehr früh hat man auf die regionale Vermarktung der Produkte gesetzt. Außerdem werden die Bergbauern subventioniert, um überleben zu können. Ja, das ist das Schönste, was man haben kann. Wenn man einen Sohn hat und der Interesse an der Landwirtschaft hat, was Schöneres gibt es ja nicht. Da als junger Bursche ist er immer mit ins Stall. Er hat Interesse gehabt, hat schon die Kühe gesagt, welche schön ist und welche nicht so schön ist. Und er hat es auch sehr gut kennt. Also wenn ich ihn auch beurteilt habe, dann denke ich, der kennt es genauso gut wie ich. Wir haben jetzt die schönsten Jahre. Ich bin ziemlich gut beieinander und er ist 18 und ist auch ein starker Mann. Also wir können gut arbeiten jetzt. Schön. Auch die Wiener Schnitzel sind vom Alpschwein. Langsam und mit sanfter Hitze in Butterschmalz gebraten. Zum Nachtisch gibt es Erdbeertopfencreme für Christoph. Die meisten Zutaten sind aus eigener Produktion. Der Topfen, Quark, der frische Rahm, der Honig. Und der wilde Klee kommt von der Bergwiese. Ab morgen wird Christoph sich für 2 Monate selbst versorgen müssen. Aber die Eltern werden ihn schon bald besuchen. Bis zur Hochalpe, auf der er arbeiten wird, sind es mit dem Auto ungefähr 1,5 Stunden. Ich freue mich schon wieder, wenn er kommt. Aber fürs Leben ist das für den Christoph auch gut, dass er allein oben selbstständig alles macht. Das ist sehr gut fürs Leben. Lernt er viel.
Ich weiß nicht, ich denke halt, er hat sich das gewünscht. Er mag das, wollte das selber allein auf die Alm. Und ich gönne ihm das. Ja, ich versuche halt, um es gleich machen wie der Vater ungefähr. Und wenn mir das gelingt, bin ich schon froh. Passt's. Bist du viel? Ich hab die Donuts nicht, Mami. Was du erst hast am Anfang, bis man wieder andere so viel anbringt. Und dann tust du noch mal. Das geht noch kommen. Ja, der Fürte Grüße auch geil. Heute Sommer und Max. Ja, Heimweh ist sehr schlimm. Wenn man richtig Heimweh hat, isst man weniger und denkt nur an zu Hause. Oder? Aber der Christoph, der ist jetzt alleine vor allem. Er wird schon ein bisschen heimweh, aber nicht so arg. Und es ist halt nicht mehr so schlimm, weil man hat einmal ein Handy und kann einmal ein paar Worte reden miteinander, wenn er was hat. Christoph ist bei seiner Tante angekommen. Der Almauftrieb beginnt. Aber er ist nicht allein. Seine Freundin Kathi ist gekommen, um ihm zu helfen, die Milchkühe auf die Hochalpe zu bringen. Von den sogenannten Vorsässen, den Almhütten in mittlerer Höhenlage, werden die Kühe jetzt im Juli bis auf 2000 Meter hochgebracht. Und noch zwei Helfer gibt es. Die kleinen Cousins von Christoph haben Ferien und kommen mit. Im Bregenzer Wald wird noch heute diese aus dem 12. Jahrhundert stammende Drei-Stufen-Landwirtschaft praktiziert, die aus den Bergbauern Alpennomaden gemacht hat. Die Kühe und Treiber haben inzwischen mehr als 1000 Höhenmeter überwunden. Ankunft in 1600 Metern Höhe. Kathi bleibt noch das ganze Wochenende und hilft Christoph und den beiden Jungs. Seit 300 Jahren wird diese Hütte im Sommer von der Familie seiner Tante bewirtschaftet. Christoph und seine jungen Helfer werden den ganzen Sommer hier oben verbringen. Zum ersten Mal wird er allein verantwortlich sein. Er muss alleine entscheiden und mit den Schwierigkeiten auf einer Hochalpe zurechtkommen. Jetzt ist er der Chef. Matthias und Johannes, die beiden Cousins, sind 12 Jahre und arbeiten erstmals hier oben als Pfister. So werden die jungen Helfer genannt. Lernen für die Zukunft, damit es weiter Nachwuchs bei den Bergbauern gibt. Kathi und Christoph haben sich vor einem Jahr auf der Landwirtschaftsschule kennengelernt. Sie ist gerade 16 geworden. Jetzt hat er die Richtige gefunden, sagt er. Bei der vorigen Freundin war er nicht sicher. Das war nicht das Gleiche wie mit der Katharina. Die war nicht so nett und der hat schon gemerkt, wenn was nicht passt und so. Und da ist halt nicht so schön, wenn man mit jemandem im Stall ist, nimmt man nur das ist scheiße und das und das will ich nicht. Und dann sind sie bloß so ein böses irgendwie alle dabei. Und ja. Mhm. Passt, wenn man es zusammen macht, hat man so schneller, macht Spaß, zu arbeiten. Ist halt schöner wie allein. Jedes Wochenende will Katharina zu Christoph auf die Hochalpe kommen. Wenn der Sommer zu Ende geht, dann heißt es Abschied nehmen. Denn Kathi wird das Abitur in Salzburg machen und danach Viehzucht studieren. Aber heute zeigt Christoph ihr erst einmal die Felswand, zu der er schon als kleiner Junge hingewandert ist, wenn er mit den Eltern hier oben war. Und das Spiel mit dem Taschentuch, das an der 800 Meter tiefen Steilwand durch den Luftauftrieb in den Himmel getragen wird. Jetzt kannst du das wünschen.
Um 5.30 Uhr beginnt für Christoph der Arbeitstag auf der Hochalpe. Es ist eigentlich die gleiche Arbeit wie zu Hause. Ja, es ist halt das Gebäude alt, aber was macht mir nichts. Wir haben vor meinem Neubau ein altes Gebäude gehabt. Ich komme da jetzt zurecht. Ansonsten, ja, halt fremde Kühe sind sie, kennen die Kühe nicht. Ein bisschen am Tag kenne ich die auch alle. Das Melken der Kühe schaffen die Pfister, die Sommerhelfer, fast schon alleine. Sie sind schließlich Bergbauernkinder. Außerdem gibt es hier ein Mobilfunknetz. Und da kann er auch schnell mal, wenn es nötig ist, den Vater anrufen. Für die Arbeit auf der Alpe und für das Sennen bekommt Christoph 8 Euro die Stunde. Und Kathi hilft an den Wochenenden Christoph zuliebe. Montag bis Freitag arbeitet sie auf einer anderen Alpe. Es ist soweit. Christoph macht die erste Käseprobe. Fast so professionell wie sein Vater. Der Geruch ist ganz wichtig zu beachten. Da ist nirgends ein Nebengeruch, dann passt alles. Man muss ganz rein riechen. Ja, das ist da der erste Käse und das Problem ist, dass ich gleich mit zwei Kästen senden muss. Das ist der Unterschied zu daheim. Aber ich habe doch kein Problem, es läuft eigentlich gut nebeneinander. Ja, der ist ziemlich schwer, wenn ich ihn da rausnehme. Ich schätze, dass es dann die 60 Kilo sind oder so. Bis Ende Sommer wird es besser gehen. Dazu muss man noch heben. Hebt dazu. Es erfordert schon die Ruhe eines Bergbauern, um den Überblick zu behalten. Und eine gute Partnerin, die zur Seite steht. Das passt ganz gut, weil wir haben zu Hause auch ein bisschen zusammen gearbeitet und jetzt da es stimmt ganz gut zusammen. Um Punkt 11 Uhr ist der erste Käse auch schon gemacht. Genauso wie bei seinem Vater. Es ist der gleiche Arbeitsablauf. Der tägliche Rhythmus eines Bergbauernlebens. Brunhilde backt heute einen Käsefladen. Eier, Milch und Gewürze werden unter den geriebenen Bergkäse gerührt. Am Schluss kommen frische Kräuter dazu. Mit Hefeteig schmeckt es der Familie am besten. Christoph sagt immer Bergbauernpizza dazu. Aber wenn man so viel Arbeit hat und strenge Arbeit, dann ist das genau die richtige Speise. Die qualmenden Feuer sehen aus wie Rauchzeichen, die die Nachrichten von Alpe zu Alpe tragen. Wenn im Sommer die Bergbauern mit den Tieren vom Tal in die Berge gezogen sind, wird im Bregenzer Wald auch heute noch ein uraltes katholisches Ritual vollzogen. War nicht Hunde. Jahr für Jahr kommt Pfarrer Pius Fessler aus dem Dorf nach oben, um die Alpen zu benedizieren. Er bittet um Gottes Segen und darum, dass böse Geister und alles Unheil ferngehalten werden. Ob Christoph seine Reifeprüfung bestehen wird, das wird sich erst im Herbst zeigen, wenn alle wieder ins Tal ziehen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche. Wir bitten dich, Herr, höre uns. Dass unsere Felder, Wiesen und Weiden, Fluren und Alpen segnen, erhalten, vor jedem Einfluss der bösen Geister behüten wollest. Wir bitten dich, Herr, höre uns.
Heiligste Dreifaltigkeit und einiger Gott. Heilige Maria, bitte für uns. Heiliger Josef, der Bräutigam Mariens Patron, Vorarlberg. Heiliger Gebers und Heiliger Begebis, Patron, Vorarlberg.